Hallo ihr Lieben, mein Name ist der Dummbabbler. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Fernsehen oder aus dem Internet. Meine extrem genialen Videos schlagen dort ein wie Bomben. Oder ihr kennt mich vielleicht auch, wenn ihr mein Kater seid, als derjenige, der euch heute Morgen angeschrien hat, weil ihr auf seinen Balkon gekackt habt. Es gibt viele Menschen, die sich für die gleichgeschlechtliche Ehe einsetzen. Das ist auch gut so. Es gibt natürlich auch einige, die dagegen sind. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Leute sehr viel Geld haben. Und ihr wisst, ich mache alles für Geld, also lasst das Ding hier mal starten. Gleichgeschlechtliche Ehe überall legalisieren und am besten noch mit der normalen Ehe gleichstellen, das ist doch was? Das ist nicht gut, oder? Also das, oder? Ich hab's. Die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren wäre schädlich für unsere Gesellschaft, weil... schädlich ist ja, heißt ja schon nicht gut. Ja, denk da drüber nach. Okay, das ist ein guter Start. Das Argument für die gleichgeschlechtliche Ehe ist, ja, wir glauben, dass jeder Mensch, egal welcher sexuellen Orientierung er angehört, auf jeden Fall die gleichen Rechte haben soll wie alle anderen auch. Das Argument dagegen ist, nein. Und das ist das, was ich auf jeden Fall glaube. Das war doch jetzt soweit ganz gut, oder? Ja, okay, wir kommen der Sache schon näher, aber haben Sie das Skript gelesen? Skript? Ich werde das jetzt aber nicht einfach ablesen. Also ich werde das in meine eigenen Worte... Machen Sie es ruhig so, wie Sie... Genau, ich werde das in meine eigenen Worte fassen, damit ich dann... Meine Zuschauer sollen darauf ja auch dann reagieren. Ja, ich wusste nur nicht, ob Sie die Message verstanden haben, die wir rüberbringen. Kein Problem, jetzt weiß ich ja Bescheid, kein Problem. Unsere Gesellschaft ist wie eine Terrasse. Wir haben nur eine Terrasse. Und die gleichgeschlechtliche Ehe ist wie ein Kater. Und dieser Kater weiß, dass er nicht auf die Terrasse kacken darf. Wenn man jetzt aber die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert, überall, dann kackt dieser Kater auf die Terrasse. Obwohl er weiß, dass später Thomas noch vorbeikommen will zum Grillen. Ich habe keine Ahnung, was ist mit Ihnen los? Die gleichgeschlechtliche Ehe ist böse, weil Jesus schwul war. Und das war auch der Grund, warum er umgebracht wurde. Er wollte heiraten. Schnitt, das ist doch nicht akkurat. Wissen Sie überhaupt, wer Jesus ist? Ja, das ist doch der aus dem Mel Gibson-Film. Dieser, tut mir leid. Ich habe ihn mit Danny Glover verwechselt. Jesus ist ein kleiner schwarzer Mann. Er spricht ungefähr so, ja, ich bin Jesus! Oder? Ich weiß nicht, wer Jesus ist. Können wir kurz irgendwie eine Bibel herbekommen, dass wir da mal... Bibel? Ist das... ein Videospiel? Können wir den Agenten von dem Typen anrufen? Das ist so wirklich, wirklich lächerlich. Ich habe meinen Agenten gefeuert. Das ist halt merkwürdig. Er ist sein Eis irgendwie... Ach, so seitlich. Keine Ahnung. Was ist das für ein Mensch, bitteschön? Das ist halt merkwürdig. Wer macht sowas? Schwule Menschen sagen sowas wie, ja, ich will ihn unbedingt heiraten, weil ich ihn liebe. Pff, niemand liebt irgendjemanden. Ich mach das. Keine Sorge. Schwule, lesbische und bisexuelle Teenager haben eine 5-mal höhere Selbstmordrate. Wenn nun die Gesellschaft die gleichgeschlechtliche Ehe überall legalisiert und gleichstellt, dann fühlen sich diese Menschen vielleicht nicht mehr so ausgegrenzt aus der Gesellschaft, werden dadurch glücklicher, dadurch fällt dann wahrscheinlich auch die Selbstmordrate und das heißt, dass dann die Überbevölkerung weiter ansteigt, was wiederum die globale Erwärmung immer weiter vorantreibt und das ist schlecht für uns alle. Geschafft! Nein, worüber reden Sie? Das kann doch nicht wahr sein! Die globale Erwärmung ist ja nur ein Mythos. Tut mir leid, das habe ich vergessen. Sagt einfach nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Sagt einfach nein. Ihr braucht keinen Grund. Einfach so. Kann ich jetzt mein Geld haben? Was ist das? 20 Euro. 30 Minuten Arbeit. Ihr macht die Mathematik dahinter. Kackst du schon wieder dahin? Böser Kater! Okay, ich glaube, das ist gut gelaufen. Ja, das war soweit. Alles okay. Leute, okay, gut. Lass einfach die Wand jetzt so stehen. Wir holen jetzt Chuck Norris rein. Chuck Norris ist hier? Wow, ihr solltet aber aufpassen. Der wird euch nicht mögen. Er ist schwul. Nein. Doch. Der ist mit einer wunderschönen Frau verheiratet. Ja, weil er das ja machen muss. Wegen Leuten wie euch, die dagegen sind. Habt ihr schon mal Walker's Texas Ranger gesehen?
Der Kerl ist schwul.